Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Altertums-Challenge. Dies ist Teil 9. Der kleine Titus schläft ganz schön und die beiden... Ja, eben haben sie da noch gestanden und geknutscht. Ich denke mal, ich lasse die... Oh, jetzt putzt der Noah den Grill. Dann lasse ich die Dala so lange kurz aufräumen. Und danach... Ja, sollten sie sich mal dran machen, ein neues Baby zu machen. Es ist zwar noch nicht spät am Abend, aber wer weiß, wann der Titus zwischendrin aufwacht und sie können dann ja auch nach dem Baby machen wieder aufstehen. Okay, wie schaut's aus, ihr zwei? Ja, ja, das sieht vielversprechend aus. Sehr gut. Brav. Okay. Ja, und ich gucke mich hier mal um. Da ist noch ein Bild, das die Dala gemalt hat, weil wir brauchen den jetzt ja nicht jedes Mal zu gucken. Gut, da verdient sie ordentlich Geld mit. Das kann sie dann später gleich mal verkaufen. Und... Das ist das Löwenmäulchen mit der Drachenfrucht, aber es trägt leider noch nichts. Oder mal gucken, ob der vielleicht schon... Nein, da will ich gucken. Na, da geht's ja gut zur Sache. Nee, er hat da noch nichts geerntet. Oh, jetzt schlafen sie alle wie die Wilden. Aber nicht lange. Gut, Dala, du könntest das mal verkaufen. Und Noah hat irgendwie ein dringendes Hygienebedürfnis. Dann kannst du hier einfach mal baden. Oh, und da hat er dann viel zu tun. Ich denke mal, ich lasse ihn das dann auch heute Abend noch machen, die gegen Käfer einsprühen. Denn er ist kaum müde. Und die Dala... Mal gucken, neues Baby. Das ist noch das Glück vom Titus. Und groß werden. Ah ja, das ist wahrscheinlich das Geburtstagsfest vom Titus. Hunger hat sie. Ja, und sie holt sich was zu essen. Und das ist eine vernünftige Aktion. Sehr gut. Ja, und hier in dem Fischteich habe ich eben einen Lachs gesehen, weil ich habe überlegt, ob ich den Noah vielleicht einfach, jetzt wo heute nicht mehr, aber langsam werden die auch müde. Ah, Dala muss ich übergeben. Okay, das ist ein ganz... deutliches Zeichen. Sie ist wieder erfolgreich schwanger geworden. Ja, also morgen will ich den Noah mal hier in dem Teich angeln lassen nach der Gartenarbeit. Vielleicht fängt er ja dort einen Fisch, der über 100 Simoleons wert ist. Denn für die Erdgöttin braucht er ein Opfer, das entweder ein Fisch mit über 100 Simoleons ist, oder eine Pflanze, die über 50 Simoleons wert ist. Aber das mit der Pflanze, das dauert noch. Darum dachte ich, wir versuchen es erstmal mit dem Fisch. Oh, und jetzt ist Dala auch noch schwindelig. Geh mal ins Bett, meine Liebe. Und der Noah, der ist jetzt eigentlich auch fertig, dann schicke ich den auch mal ins Bett.
Den Rest der Gartenarbeit soll er dann morgen machen. So, jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt saust es durch. Oh nein, der Vampir kommt. Und ich glaube, da gibt's jetzt mal gucken, ob ich den Noah aufwecken kann und hier hingehen lassen, ob das was hilft. Ja, ich glaube, es ist schon zu spät. Da wird jetzt einer von denen gebissen und ist dann für einen Tag lang völlig Matsche. Ja. Ich fürchtete schon, dass er zu Noah geht. Jetzt ist er hypnotisiert. Ja, da muss der Noah mal Knoblauch anbauen. Und jetzt geht er wohl irgendwo hin, wo genügend Platz ist, um ihn auszusaugen. Ja, da mache ich dann noch mal. Bringe ich mich mal in Position, denn das ist doch eine wunderschöne Szene für einen Screenshot. Aha. Er haut ab. Mal gucken. Müssen wir sie verfolgen? Wie komisch der geht. So. Okay. Ich mach mal so einen Screenshot. Und dann noch mal, wenn er tatsächlich beißt. So. Okay. Kurz Pause. Das ist jetzt natürlich sehr makaber, da von dem armen Noah, wie er gebissen wird. Oder andersrum ist eigentlich besser. Die Navigation in diesem Kameramodus hier fällt mir immer noch ziemlich schwer. So. Sieht auch nicht viel besser aus. Aber ich mache mal den Screenshot, damit das mal weitergeht. Jetzt ist die Pinnwand schon wieder voll. Und jetzt wird der Noah gleich kollabieren. Also vielleicht würdet ihr jetzt eigentlich erwarten, dass ich hier jetzt sehr besorgt schreie, außer mir bin vor Sorge. Aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Jetzt klappt er zusammen. Das dauert leider ziemlich lange. Und ja, aber er stirbt daran nicht. Und wenn der erstmal da ist, der Vlad, so heißt dieser Meistervampir, dann nützt alles nichts, da muss man da durch. Aber ich lasse ihn bei nächster Gelegenheit Knoblauchsamen kaufen. Das heißt, ich glaube, das kann ich sogar jetzt schon tun. So. Die sind ganz schön teuer. Es ist unverschämt, denn die einzelnen Samen sind dann praktisch nichts wert. So. Und leider kann der Noah ja nicht am Computer recherchieren. Das muss man aber können, um Vampirbücher kaufen zu können. Na, ich denk mal drüber nach, ob ich ihn vielleicht mal kurz in eine Bibliothek schicke, wo er da mal eine Stunde rumstöbert. Und denn es geht ja nur um die Möglichkeit, dass er Vampirbücher kaufen kann. Und dazu braucht man leider einen. Ah ja, der sah aus wie auch ein Vampir mit der Frisur. Na, gleich müsste wieder aufstehen. Aber vielleicht reicht's ja auch schon, wenn man Knoblauch anbaut und überall so hinlegt. Okay, du Armer. Hast du das Samenpaket geöffnet?
Ja, dann kannst du jetzt ins Bett gehen. Und ich leg die schon mal bereit, damit du die morgen pflanzen kannst. Wir gucken mal, ob es ausreicht, wenn man Knoblauch anbaut und den Knoblauch an verschiedenen Stellen rund ums Haus drapiert. Ah, jetzt werden Sachen repariert. Und der nächste Tag ist da. Dala fühlt sich unwohl. Ess du mal was. Oh, und der kleine Titus schläft noch. Das ist ganz praktisch. Die brauchen immer ziemlich lange zum Schlafen. Und dann hat man doch einiges an Zeit, um auch mal andere Dinge zu machen, als sich um die kleinen Racker zu kümmern. So, der Noah braucht bestimmt auch noch länger. Oh, geht eigentlich. Du könntest dir auch mal was zu essen holen. Und danach kannst du mal auf die Toilette gehen. Dann könnt ihr noch ein bisschen zusammen frühstücken. Und mal gucken, er ist jetzt halt den Rest des Tages, hatte ein Unwohl plus 2. Da müssen wir ihm ja viel Wohlsein, Mutlets geben, damit er sich besser fühlt. Vielleicht kannst du mit deiner Süßen irgendwas Nettes reden. So, von Essen schwärmen. Aha, Lina lädt zu einer Party ein. Und du kannst mal deinem Süßen die große Neuigkeit erzählen. Jetzt weiß sie es anscheinend. Ja, und da ist auch der Titus wach. Dem holen wir mal was zu essen aus dem Kühlschrank. So, gibt es hier auch noch Bratfisch? Ne, der ist anscheinend schlecht. Dann muss die Dala nachher noch was kochen. So, nimm dir mal ein Gericht zu essen. Oh, Dala ist krank. Die sollte dann mal ein Nickerchen machen. Und vielleicht, wir probieren es mal mit Orangensaft. Hier, das geht nur mit dem Hochstuhl. Okay, ja, das wollen wir auch gar nicht. Orangensaft. Öffnen. So. Aha, Titus setzt sich jetzt auf den Boden zum Essen. Das ist auch in Ordnung. Oh, sie muss aber. Ja. Noah, mach mal hinne. Deine Süße kriegt gleich Blasenversagen. Ja. So. Spülen und verwenden. Noah, geh da mal weg. Ja. Ja, schau deinem Süßen mal zu. Mal gucken, ob du ihm auch was Nettes sagen kannst. Mach mal einen Tag verschönern. Ah, jetzt ist er energiegeladen und fröhlich. Da spielt das mit dem Vampir gar nicht mehr so eine große Rolle. Das ist doch gut. Und mach noch mal Tag verschönern. Ja, jetzt ist der Titus auch gleich wach. Dann könntest du, was heißt wach? Er hat genug gegessen. Satt, meine ich. Dann könntet ihr mal spielen machen. So. Freundlich spielen. Und Dala, du könntest,
Aufräumen, genau das wollte ich von dir. Ist das nicht süß? Ich liebe es immer wieder. Wunderbar. Na, dafür, dass er eigentlich super schlapp ist, macht er das sehr dynamisch. Und Dala, du könntest hier noch mal was kochen. Und zwar mach doch noch mal Bratfisch. Und danach kannst du ein Nickerchen machen. Oh, wer hat jetzt so gestunken? Ach, der. Hab ich das jetzt dem. Ja, das habe ich jetzt dem Noah beauftragt. Dala, dann leg du dich doch einfach mal hier hin zum Nickerchen. Und du, kleiner Zwockel. Ja, das ist doch ganz gut. Spiel du mal mit Bauklötzchen, da lernst du was. So, den Bratfisch tun wir in den Kühlschrank. Und dann schicken wir den Noah zur Gartenarbeit. Und das hier, das eine ist, glaube ich. Ja, das ist schlecht. Das werfen wir mal weg. So, zack. Ja, der Noah ist doch goldig mit seinem Sohn. Aber Gartenarbeit muss leider sein. Und da sind auch schon die ersten Drachenfrüchte. Wunderbar, ich bin begeistert. Dann, jo, dann kann er da auch neue anpflanzen. So. Ah. Jetzt hat Titus Level 2 der Bewegungsfähigkeit gelernt. Die geht nämlich auch um die Feinmotorik und nicht nur um das Gehen. Und wir gehen mal in den Kass, um dich besser anzuziehen. Okay. Zuerst ziehen wir dir mal die Brille aus. Jawohl. Und dann gehen wir erstmal in den normalen Modus. Ich denke mal, das können wir so lassen. Das finde ich sehr niedlich. Und mal gucken, ob es das noch. Ja. Oder gibt es noch was, was noch altertümlicher aussieht? Nee, gibt's nicht. Darum lassen wir das. Und die Hose. So. Ich denke mal, damit kommen wir dem Altertum etwas näher von der Farbigkeit. Und die Schuhe. Wie waren denn so Schuhe früher vielleicht? Die müssten eigentlich eher so braun aus Leder. Nee, gar keine Schuhe. So kleine Kinder haben bestimmt gar keine Schuhe. So machen wir das. Und der Schlafanzug. Tja, den gibt's auch nur in so aufregenden Farben. Machen wir lieber so Gelbtöne. Ich denke mal, so ist das ganz in Ordnung. Gut. Ja, da sind wir wieder. Noah ist sehr fleißig, das ist gut so. Hat er schon bewässert? Nö, da muss er, glaube ich, nochmal bewässern, oder? Die sehen so trocken aus. So. Oh, und die da muss er ja noch einpflanzen. Dann lassen wir ihn nach dem bewässern, damit er die dann gleich mit.
Oh, er hat einen Meilenstein erreicht. Das ist gut. Das gucken wir uns gleich mal an. Pflanzen. Und hier. Oh, und weiterentwickeln kann man auch. Oh, ein ordentlicher Gartenarbeitstag. Was ist denn das für Meilenstein gewesen? Oh, er ist jetzt schon im vierten Bereich. Er muss jetzt nur noch Level 10 der Gartenfähigkeit erreichen. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Und eine Kuhpflanze züchten. Das machen wir vielleicht, wenn der Noah ein paar Tage in seiner Kindheit ist. Also nicht Kleinkind, sondern Kindheit. Und bis dahin hat er dann vielleicht auch Level 10 erreicht. Ja, wenn er weiter fleißig gärtnert, klappt das vielleicht. Super gut. Ja, muss ich nur dran denken, wenn er geerntet hat, dass er dann auch noch Drachenfrüchte pflanzt. Und dann werde ich mal sehen, ob der heute noch Zeit hat zum Angeln. Das glaube ich ja kaum. Und vielleicht heute in seiner Zeit, aber nicht mehr heute in dieser Episode. Ja, Dala schläft noch. Vielleicht erholt sie sich von ihrer Krankheit. Und der kleine Titus spielt ganz brav, das ist gut. Und wir gucken jetzt noch dem Noah zu, während ich mich von euch verabschiede. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.